Und da sind wir wieder, der Captain Knorke, am Auftragstisch in einer neuen Folge von Twin Mechanic Simulator. Wir sind jetzt hier und haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Knorke kann zählen, wollte er ja schon immer mal beweisen. Hier gibt es was 500. Machen wir die zwei 500er Aufträge in dieser Folge? Nein, wir machen das mal nacheinander. Die Räder einer Dampflokomotive müssen gewartet werden. Prüfe, welche von ihnen repariert und welche ausgewechselt werden müssen. Zusätzlich solltest du die Bremssattel inspizieren. Nehmer, kommen Sie rein. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. So, okay, also Fahrwerk und Bremssattel. Natürlich. So, erstmal hier eine schöne. Einmal hier rüber. Einmal hier, zack. Fürs Video. Ne? Bum, bum. Zack, okay. Ich sehe schon, das hier sieht ja ganz, ganz übel aus. Ganz, 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 ganz üble Sache. Ja, das da muss auch weg, das sehe ich doch jetzt schon. Drei. Vier. Wie sah das aus? Das war, glaube ich, noch in Ordnung, aber das hier sah nicht mehr so gut aus. Okay, die drei müssen auf jeden Fall raus. Nicht gefunden. Fehlt da noch ein Rad? Ah, ich glaube, hier auf der anderen Seite. Guck mal, das sieht auch nicht ganz in Ordnung aus. Ja, ganz übel. Okay, die haben wir. Was haben wir hier? Da haben wir schon die Bremssättel entdeckt. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt in den Demontagemodus gehen und sehen, dass wir so einiges abbauen müssen, um da ranzukommen. Moment, Moment, Moment. Moment, wenn wir das Rad abbauen, dann müssen wir das hier abbauen, dann müssen wir das hier abbauen. Jetzt müssen wir auch das hier abbauen. Okay. Kriegen wir das weg? Dann kriegen wir das Teil weg. Jetzt können wir auch das Rad abziehen. Okay. Dann bitte eine Drehung. Hinunter. So, das Ding muss sowieso weg. Das Ding muss sowieso weg. Kann ich das nicht einfach? Was muss ich hier noch abbauen, um da ranzukommen? Was ist das da unten? Geht auch nicht. Okay, gucken wir uns erstmal beim Rad an. Wir müssen dann sowieso einige Teile auswechseln. Das da, das da, das da. Okay, wir müssen da irgendwie von unten. Wir müssen mal gucken, was für ein Teil wir hier noch abbauen müssen. Weil das geht ja noch nicht. Irgendwas. Welches Teil muss noch abgebaut werden? Ich sehe es nicht. Da hinten. Ich wahrscheinlich jetzt mal kurz hier rein und ein bisschen weiter nach hinten zoomen. Was natürlich nicht geht. Das erhöht natürlich die Schwierigkeitsstufe. Gucken, wie weit wir hier ranzoomen können. So, der Bremshebel. Können wir da? Nein, wir können nicht näher ran. Aber ich kann das hier so abnehmen. Okay. Muss es halt nachher nur rausfinden, dass ich das wieder ordentlich hinkriege. Das hier muss weg. Also, dass ich nachher beim Zusammenbauen, dass ich die Stelle wiederfinde, wo das Teil noch fehlt. So, dann können wir das hier weg. Gehen wir einmal hier rüber. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann weg. Ich glaube, damit haben wir alle Teile. Dann ab in meinen Reparaturraum. Aufi. Mechanische Teile. So, das Teil muss 100% Chance. Ja, natürlich. Ist ganz wichtig. 100%. Das sieht nach allen aus. Sieht aus, ob alles 100% wäre. Ja, müssen wir nicht drauf achten. Dauert ja, die Reparatur dauert ja lange genug, ne? Fantastisch. Und ich glaube, durch Reparaturen sind wir auch definitiv noch im Budget drin. So, ich glaube, mehr Teile haben wir nicht, oder? Bei Hydraulik, nein, es wurde ja nichts angezeigt, dass wir irgendwas Falsches drin haben. So, ich muss mal gucken. Wir hatten auf dieser Seite ein Rad. Gehen wir mal hier rein, gehen in den Montagemodus. Ich würde ganz gerne dieses Rad hier einsetzen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, auf der Seite wäre es das dann, ne? Hier drüben gibt es nichts mehr. Doch, hier. Kleines Verbindungsstück.
Und das Teil muss dann auch dran. Okay. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja. Der Bremssattel. Ich glaube, das war's jetzt aber. Ja. Einmal rüber geschwenkt. So, dann geht's jetzt hier los. Die Räder bitte. Eins. Zwei. Drei. Dann gucken wir uns die Bremssättel an, dass wir die reinkriegen. Drei. Vier. Dann kommt das Teil dran. Dann das hier. Es läuft gut, es läuft gut, es läuft gut. Wie auch Willy fast. So, müssen wir nicht auch noch irgendwo ein Verbindungsstück rein? Moment, Ersatzteillager. Ja, da ist ein kleines Verbindungsstück. Das muss hier noch irgendwo. Irgendwo muss das noch rein. Und zwar hier, würde ich sagen. Okay, das hat geklappt. Mal kurz hier rüber. Was fehlt uns hier noch? Das Teil? Und jetzt fehlt ja nur noch eine Sache, ne? Oder zwei, beziehungsweise, würde ich mal behaupten. Wir müssen nur gucken, dass wir da auch richtig dicht genug rankommen. Nein, ich wollte eigentlich innen bleiben. Also ich müsste irgendwas noch einbauen. Erstmal das hier. Zum Schluss müsste mir das da angezeigt werden. Ich glaube, damit haben wir alles. Unser Ersatzteillager ist leer. Und unser Auftrag sagt, alles erledigt innerhalb des Budgets, Auftrag beenden. Knapp 7 Minuten haben wir dafür gebraucht. Da kann man schon ein bisschen Begeisterung zeigen, ne? Sehr schön. Okay, dann der nächste bitte. Das geht, ja, fall doch einfach rein, Knorke. Fall doch einfach rein. Das war doch so offensichtlich, dass das passieren wird. Der Auftrag. Genau, die hinteren Räder mitsamt der Achse und der Radaufhängung müssen bei dieser Lokomotive repariert werden. Guck mal, was wir für 500 Dollar alles auf die Schnelle hinkriegen. So. Hintere Räder sowie ihre Achse repariert die hintere Radaufhängung. Okay, alles hinten. Ja, ich sehe schon. Das sieht alles ganz, ganz übel aus. Ganz, ganz übel. Komm, Diagnostik. Wir brauchen schon Diagnostik. Ich sehe doch, dass diese Teile total im Poppes sind. Das geht ja mal gar nicht, ja. So kommt mir die Lok hier nicht raus. Was denn damit? Die Achse? Muss die auch erledigt sein? Erledigt sein vor allen Dingen. Okay, ich habe jetzt ein paar Teile drin. Dann gucken wir mal. Nein, Auftrag. Und hier drüben. Wir haben schon alles. Na dann auf zur. Nach hinten. Gucken wir mal, was wir alles reparieren können. Ui. 100, 100, 100, 100, 100. Das sieht doch fantastisch aus. Da drücken wir einfach mal aufs Knöpfchen. Wenn es im echten Leben so einfach wäre. Einfach mal aufs Knöpfchen drücken und schon wird das Teil automatisch repariert. Guckt euch das an. Rucki zucki. Alles repariert. Dann bitte einmal nach hinten laufen. In den Triebwagen gehen. Und Montage. So, das Rohr hängen wir gleich mal, also die Achse hängen wir gleich mal in die Luft auf. In der Luft, nicht in die Luftknorke, in die Luft. Das Rad. Dieses hübsche Rad. Und dieses hier. Was mit Schrauben befestigt wird, Herr Knorke. Nicht einfach auf die andere Seite wechseln. Ja, das Ding soll ja nicht gleich beim ersten Rutsch abfallen. I think I spider. I think that's it. We are ready. Obwohl, da drin sieht es auch ganz schön heftig aus, oder? Okay. Aber ich denke, damit ist die Sache erledigt. Und da fährt sie auch schon raus. Baby. 1000 Dollar bekommen. Das ist cool. Und wir sind unter 10 Minuten. Wow, okay. Look, 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 look. Wir haben soeben erfahren, dass eine Lokomotive im Hafen nicht vorankommt. Bin heraus, wo genau das Problem liegt.
Ich glaube, die müssen wir abholen, das wäre jetzt nicht so gut. Die Dampflokomotive wurde während der Fahrt beschädigt und zur Werkstatt abgeschleppt. Die Räder sind abgeriegelt, weswegen die Lokomotive nicht fahren kann. Finde die Ursache. Okay, das könnten wir, glaube ich, machen. Weil dann müssen wir die nicht noch abholen oder abschleppen. Das könnte eine ganze Weile dauern. Und ich habe hier schon Roststellen gesehen. Es sind drei Fehler. Drei defekte Bauteile. Guckt euch doch das mal an hier. Das sieht doch, ne? Also das sieht doch ein Blinder. Naja, obwohl, das, wahrscheinlich sieht es kein Blinder. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Da, total kaputt. Total im Poppes. Ja, da haben wir schon die drei Teile gefunden. Jetzt beginnen wir in den Demontagemodus. Müssen mal gucken, was wir hier alles abbauen müssen. Das Teil muss man sowieso weg. Jetzt kriegt man das Teil hier ab, denke ich. Das hier. Und das hier. Damit haben wir alle drei Teile. Dann einmal bitte zur Reparatur, Freunde. Dürfte alles mechanisch sein. Dürfte alles mechanisch sein. 100%. Natürlich. 100% Chance. Natürlich. Und ja. Of course. Dann guck mal hier. Mach mal als kleinen Bonus. Reparieren wir das Teil auch noch. Dadurch müssten wir hoffentlich immer noch im Budget sein. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht schief. So, die Teile, wir gehen jetzt hier runter, gehen in den Montagemodus und setzen alles wieder zusammen. Wow. Und das letzte Teil. Tja, das ist perfekt. Es ist fertig. Das ist, sieht eigentlich, das ist, achso, ja, komm. Auftrag beenden. Tut, tut. Und wieder, wie viel kriegen wir? 1000. Sehr schön. Dann gehen wir mal ins Tablet, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Guck mal, was wir jetzt an Geld haben. Wir haben 8000. Ja, das Aufleveln, das kostet eine ganze Menge. Ich glaube, im Moment ist die Mechanik ganz wichtig. Dadurch, dass wir jetzt die Dampfloks haben. Ich glaube, da warten wir bis zum nächsten Auftrag, bevor wir jetzt noch was einsetzen. Beziehungsweise bis wir die 12.000 haben, dann haben wir das ja schon mal auf Max. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir wenigstens eine Sache auf Maximal haben. Fände ich soweit ganz gut. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie wir Auftrag Nummer 5 annehmen. Ne? Wo wir dann wieder eine Reise täten wollen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Captain Knorke. Ciao.